Hallo ihr, herzlich willkommen. Wieder ein kleines Video, diesmal von unserem Habignatus Venator. Auch ist plötzlich eingelagert, selbst gesammelt in Thailand. Das ist immer das allgemeine Becken. Ein kleines Becken, dementsprechend ein paar Futtertiere drin, zwei Tränken, Standard. Ein Schlauch, wir haben jetzt hier einen größeren Schlauch genommen, auch bei den Diakama von 24 mm, komplett Durchmesser. Also Standardschläuche sind bei uns ungefähr um die 20 mm, das ist wirklich schon optimal. Aber den Arten, die auch gerne Futtertiere ins Nest reinschleppen, ist wirklich das Maximum, was wir empfehlen, 24 mm, auch das Optimum, da größere Schläuche sich immer schlechter biegen lassen. Also größer würde ich nicht empfehlen. Deswegen würde ich auch jeden Radhalter, egal welche Art, immer raten, zwischen 20 mm und 24 mm Schläuchen ist wirklich perfekt. Öffnen wir das Nest. Gut. So, da sind sie, unsere Kleinen. Ich muss aber schon, dass wir mit der Kamera rankommen. Ich stelle das Nest ein bisschen schräg. Gut, das sollte vielleicht besser machbar sein, dann zu filmen. Die haben auch einiges an Brut eingelagert, vor allem in der unteren Etage. So, dann müsste man das ganz gut sehen. Ein ganzer Haufen an Brut. Es sind ca. 10 ersichtliche Queens, also 8 bis 10 Queens müssten ersichtlich in der Kolonien sein. Eine legt natürlich nur bei dieser Art Brut. Die Main Queen legt Brut und die anderen sind ja die Rangtieferen, legen keine Brut. Es war auch erstaunlich, diese Tiere auszugraben, da sie im Schnitt doch einfach über mehr Queens immer wieder auch in der Natur verfügen. Also man hat immer mindestens 10 Königinnen dabei. Aber braucht natürlich nur eine, da wirklich auch nur eine Brut liegt. Die Tiere fühlen sich ja sehr wohl mit Seramis und ein bisschen Bodengrund. Auch hier, wenn man Erde reinmischt, was auch ganz gut ist, also ein bisschen Seramis mit Erde gemischt, dann empfiehlt es sich keine lehmhaltige Erde, also sandigen Boden, sonst verdrecken die Scheiben. Finger weg von Lehm. Lehm ist gut für Becken, für die Bodengestaltung im Becken, also für die Arena. Aber in diesen Becken selbst, wenn man was sehen will, Finger weg von Lehm. Da reicht normaler Sand aus, Aquariensand zum Beispiel. Ich hoffe, es spiegelt jetzt nicht allzu sehr, was ich jetzt hier sehe. Es sind schöne Tiere, sind ziemlich ruhig, relaxed, können springen, auch rückwärts gehen. Wahrscheinlich gerade ein bisschen irritiert, weil sie doch eher meistens bei uns momentan dunkel gehalten werden. Später mal kann man den Deckel weglassen, aber anfangs, damit sie sich erstmal perfekt ans Nest gewöhnen, definitiv mit Deckel halten. Oh. Jagen auch sehr aktiv und durch ihren Stachel erlegen sie die Beute sehr schnell. Die sind jetzt aber, glaube ich, eher rausgekommen, weil sie ein bisschen gestört waren durch die Helligkeit im Nest. Das einfach Lichteinfluss ist. Okay. Hier berichten wir auch mal gern bald mehr dazu, wie es weitergeht bei der Haltung. Und bin ich mal gespannt. Es empfiehlt sich die Art auch leicht, wirklich leicht feucht zu halten. Das reicht aus. Nur leicht. Sonst besteht wieder Schimmelgefahr und Milben und sonstiges Gefahr. Danke, bis bald. Bye bye.